Dann wollen wir mal hier rausgehen. So. So, dann wollen wir uns mal wieder zur Gruppensitzung begeben. Vielleicht hilft uns das ja jetzt weiter, wo wir die Akten gelesen haben. Sehr interessant, Herr Poki. Und diese Raumobjekte-Interaktion, von denen Sie da sprachen, sind die auch gerade jetzt hier in diesem Raum? Hören Sie mir überhaupt zu? Selbst wir, wie wir hier sitzen, sind nichts weiter als... Warten Sie einen Augenblick. Ja, bitte? Was wollen Sie? Kommen Sie doch bitte näher. Das hier ist die Gruppentherapie für Spieleprogrammierer. Wenn Sie keine unterzeichnete Anmeldung haben, können Sie nicht teilnehmen. Ich habe eine unterschriebene Anmeldung. Sehr gut. Setzen Sie sich bitte zu den anderen, ja? So, wenn wir dann soweit sind, möchten Sie denn als neues Mitglied der Runde beginnen? Ja. Ja, es kann losgehen. Dann stellen Sie sich doch bitte einmal der Gruppe vor. Wenn es sein muss. Hallo, Gruppe. Manu. Manu? So haben wir jetzt weniger Auswahl. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim Sportunterricht immer als Zweites ausgewählt. Als Zweites. Ich verstehe. Kommen wir zur nächsten Frage. Was für eine Farbe hätte Ihr Haustier, wenn es ein Hund gewesen wäre? Grün. Grün. So, so. Der Fall ist klar. Sie wurden zweimal hintereinander vom selben Blitz getroffen. Hey! Sie müssen überall und immer die Oberhand haben. Und dieser Wunsch sitzt so tief, dass Ihr Unterbewusstsein eine Art... präkognitive Fähigkeit entwickelt hat. Lassen Sie es ruhig angehen. Nicht alles muss Ihrer Kontrolle unterliegen. Blitze gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich unsicher oder hilflos fühlen. Das war's, Sie sind geheilt. Was? Sie können gehen. Boah, ich bin baff. Harvey, bist du noch da? Keine Sorge, Edna. Mich wirst du nicht los. Also doch nicht geheilt, aber hey. Ich habe das Grün jetzt deshalb ausgewählt. Ich habe zwar Adrian gewählt, aber Grün... weil wir den grünen Hund haben. Cool. Haha. Okay. Ob uns das weiterhilft? Keine Ahnung. Aber was können wir denn jetzt eigentlich noch machen? Wir haben das. Mir ist ja vorhin aufgefallen, dass in dem Sicherheitsraum die Monitore sowas angezeigt haben. Es sah so ein bisschen aus, als wenn da WC stünde, bloß dafür müsste man einige Räume das Licht umändern. Und um dahin zu kommen, muss ich mich leider nochmal schnappen lassen. Oh oh. Hey, ja. So, ich bin nur ich zu Besuch. Immer der du warst, du. Ich. Ja, das überspringen wir jetzt mal. So. Zack. So. Nein, du hast es nicht vermasselt. Jetzt gehen wir erstmal hier rein. Dann kommen wir nämlich dahin. Dann fahren wir eine Etage weiter. Da kommt der nächste Ausgang. So, das haben wir ausgemacht und das machen wir jetzt mal an.
gleichzeitig ganz in der Nähe. Ach ja. Sieht das aus wie W aus. C. Aber was zum Kuckuck? Diese Monitore. Das ergibt ein Muster. Es ist eine Botschaft. WC. Herrlich. Cool. Können wir da jetzt irgendwas mit dran drehen? Jetzt müssen wir zurück ins Wäschelager. Und los geht's. Eine Runde fahren. Da kommt der nächste Ausgang. Da springen wir raus, weil wir müssen zum Wachmann, denke ich mal. So, und da kommen wir nur hin, wenn wir jetzt dann da lang gehen. Da lang gehen. Da hochgehen. Noch ein höher gehen. Noch ein höher gehen. Hier reingehen. Ha, und weg ist er. Das sieht kompliziert aus. Das sieht kompliziert aus. Hübsch bunt. Irgendwie hypnotisch. Nichts. Wenn man lange genug auf die Monitore starrt, manche sind erleuchtet, je nachdem, ob das Licht... Ich meine, er ist weg, der Hans-Peter. Das sieht kompliziert... Aber... Der Fernseher ist... Nichts passiert. Ich glaube, nicht nötig. Alles unter Kontrolle. Schade. Was können wir denn noch machen? Vielleicht ist er ja auf einem der Klos. Und hier hinten waren ja Klos. Vielleicht kommt man so an den Schlüssel ran. Da. Hey, lass das. Mist. Der Schlüssel hängt am Gürtel fest. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Hey, lass das. Mist. Der Schlüssel, ich muss mir was an. Jetzt müssen wir irgendwas finden, wo wir einen Abdruck machen können. Wie wär's mit dem Ohrenschmalz? Ich bin mal eben Ohrenschmalz holen. Wo gab's das noch gleich? Das war da lang. Da lang. So wie ich das sehe, muss ich mich wieder schnappen lassen. Weil ich muss hinter das Gitter. Oh. Ja. Ich habe immer der Du was da? So. So. Jetzt sind wir hinterm Gitter. Halt. Jetzt holen wir uns eine Münze. Wenn es denn noch eine gibt. Verdammt. Nicht? Ha. Nee, Moment, der hat ja was gesagt zum aus Ton, ne? Und jetzt weiß ich, wo ich an Ton rankomme. Aber dazu brauch er ja...
eine Art Löffel oder Schaufel. Irgendwann nicht. Mache ich das hier in dem. In der Bar eine Art Löffel? Aber wie kriegt man. Man muss ihn hier weglocken. Weglocken. Ich meine, das Einzige, was mit ihm in Verbindung steht, ist die Karte. Und das andere waren alles nicht seine Handschriften. Mensch, wir können doch Schriften fälschen. Immerhin ist er offensichtlich Legastheniker. Er schreibt selbst Stinkdrink mit 3x. Was soll ich schreiben? Nehmen wir ein XXX. XXX. Okay. Dann bestellen wir mal einen Barmann, Drink. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Wir nehmen den XXX. Einen XXX, bitte. Steht nicht auf der Karte. Was? Lass mich mal sehen. Tatsächlich. Was ist bloß in mich gefahren? Dafür habe ich doch die Zutaten gar nicht. Wo zum Teufel bekomme ich jetzt zum Beispiel Hackfleisch her? Entschuldige mich. Ich muss in den Keller, um meine Flinte zu holen. Na dann. Tschüss. Hier mix. So, wo ist jetzt der Löffel hin? Da. Ach, die Schaufel. Alles klar. So, dann müssen wir wieder in den Keller. Hier ist das ein Gerinde hier. So. Da kommt der nächste Ausgang. Und los geht's. Da kommt der nächste Ausgang. Schade, dass es dazu keine Animation gibt. So, und ab in den Heizungskeller. Unnachahmbar. Schade. So, dann haben wir hier unten unseren Buddler und dem schmeißen wir mal die Schaufel an den Kopf. Hallo? Bist du noch da unten? Hola! Was gibt es? Ich habe endlich einen Löffel für dich gefunden. Das soll ein Löffel sein? Muss wohl. Der Barmann hat damit seine Drinks umgerührt. Ah. Was soll's? Bis du einen richtigen Löffel gefunden hast, muss der halt ausreichen. Danke für deine Mühe. Gerne geschehen. Jetzt gehen wir mal wieder nach oben und nach unten. Nee, Erdhaufen, haha. Das gucken wir uns jetzt mal. Tonerde, wunderbar. Vielleicht können wir damit jetzt den Abdruck machen. Der sitzt da lang. Ja, na bitte. Da sind wir endlich auf dem Gang nach ein paar Versuchen, die ihr nicht gesehen habt. So, wo wollte ich jetzt hin? Ach ja, zum Wachmann. Der ist, ein, zwei Etagen weiter oben. Oder auch drei. Und zwar hier hinten auf dem Scheißhaus. So. Kann ich denn ein bisschen Wasser nehmen? Oh nein! Der war so durchgesifft, dass er einfach im Wasserstrahl zerrissen ist. Verdammt!
Da ist immer noch ein Fleck. Raus, verdammt. Können wir irgendwie Wasser auffangen? Der ist sauber genug. Nee, gut. Versuchen wir es mal. Die Erde ist zu trocken, um darin einen Abdruck zu hinterlassen. Dann machen wir die Erde mal feucht, ne? Cool, jetzt... Wir müssen uns beeilen, bevor das Ding... Ich glaube, so könnte ich einen Abdruck machen. Wow, das hat ja richtig geklappt. Sehr schön. Ich bin Sherlock Holmes. Du bist Watson. Ich bin Holmes. Ja, ist klar. Ich bin Holmes. Du bist Watson. Nein, du bist Watson. Ich bin Holmes. Was ist denn da draußen los? Ich bin Holmes und du bist Inspektor Clouseau. Ha. Abgemacht. Wunderbar, jetzt haben wir einen Schlüsselabdruck. Jetzt müssen wir nur noch... das Gold. Irgendwie müssen wir Adrian schlagen. Mensch, da war doch der elektrische Stuhl, ne? Müssen wir wahrscheinlich selbst uns einen Schlag verpassen. Naja, dann. Das ist kein Möbel. Das funktioniert anders. Ich weiß nicht wie, aber so funktioniert... Da bräuchte ich schon Hilfe. Das sollte ich lieber dem... Was hältst du davon, Harvey? Der würde mir wohl kaum stehen. Schade eigentlich. Aber irgendwie müssen wir doch da rankommen. Und was damit machen. Irgendwie. Mal wieder raus. Ja, dann überlegen wir mal. Das jetzt hin. Ha. Adrian. Wir wissen, dass es mit Blitzen zu tun hat, aber irgendwas haut da nicht hin. Wir brauchen jemanden, der sich hier mit Strom und sowas auskennt. Vielleicht gehen wir nochmal zur Gruppentherapie. Vielleicht habe ich was übersehen. Also ich meine, wir brauchen ja was über Adrian. Dann nennen wir uns auch mal so. Und machen das Ganze nochmal. Vielleicht hilft das ja. Sehr in. Wir überspringen selbst mal ein bisschen. Warten Sie ein. Ja, bitte, kommen Sie. Das hier ist. Wenn Sie. Ich habe eine. Sehr. So, möchten. Ja, natürlich. Ja, es. Dann stellen. Wenn es sein. Hallo. Also, ich bin. Ich bin Adrian, König des Aufenthaltsraums. Ich verstehe. Erzählen Sie doch bitte eine Anekdote aus Ihrer Jugend. Ich wurde beim.
Als zwei kommen wir zu... Was für eine Farbe hätte ihr... Ja, natürlich grün. 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 Der Fall ist, sie wurden zweimal... Sie müssen überall... Und dieser Wunsch sitzt so präkognitiv... Lassen Sie es ruhig. Nicht alles muss Ihrer Komplize gehören dazu. Deswegen müssen Sie sich nicht gleich... Das war's. Sie können gehen. Schön. Boah. Harvey, bist du... Keines. Nicht wir... So, dann gehen wir jetzt mal wieder nach oben. Dafür gehen wir aber erstmal nach unten. Wortwitz. Nein, nicht wirklich, aber egal. Wir können ja von hier aus den Wäschelift benutzen. Und zwar mit einem Kleiderbügel. Das sieht gefährlich aus. Egal. Und ab geht die Post. So, und jetzt brauche ich nur jemanden, der sich heute damit auskennt. Ich glaube, da kommt der nächste Ausgang. Schwingungen und sowas, das war doch der Alu-Heini, ne? Ich kann mal den fragen, ob der uns hilft. Fragen wir ihn mal. Hey, Alu. Hallo, was für dich? Ich hab noch eine... Schieß los. Kannst du mir helfen, ihn zu schlagen? Für wen hältst du mich? Für so eine Art Mr. Miyagi? Yep. Ach, bitte. Na gut. Ich hätte eine Idee, wie du zumindest mit ihm gleichziehen kannst. Aber sie wird dir nicht gefallen. Sag schon, sag schon, sag schon. Elektroschock-Therapie. Ja. Ich hab's geahnt. Was? Wir geben dir Elektroschocks, damit du auch Dinge vorhersehen kannst. Ich weiß nicht so recht. Wir würden uns am Schocktherapiestuhl treffen und los geht's. Nur bräuchte ich dafür einen besseren Kleiderbügel. Mit dem hier lässt mich der Kontrolleur nicht mehr in den Wäschelift. Was meinst du? Ich weiß wirklich nicht, ob ich das will. Überleg es dir einfach. Wenn du bereit bist, bringst du mir den besseren Kleiderbügel. Ich habe mich entschieden. Ich will die Schocktherapie. Sehr, dann bring mir jetzt den besseren Kleiderbügel und es kann losgehen. Sprechen wir über... Okay. Ich muss langsam... Pass auf dein Karma auf. Und wir haben ja zwei Kleiderbügel. Ich gebe dir mal die eins. Los geht's. Ich...